Ich habe es vorher gerade angesprochen, die Bilder aus Afghanistan lassen derzeit niemanden kalt. Menschen, Familien, Männer, Frauen, Kinder, die sich dicht in diese Transportflugzeuge meist des US-Militärs drängen. Eine menschliche Tragödie, die sich da um den Flughafen in Kabul, da kriegt man es mit, aber auch in anderen Teilen des Landes abspielt. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz, auch aus dem Urlaub zurückgekommen, hat im Sommergespräch von Puls 4 gestern bekräftigt, unter seiner Kanzlerschaft werde es dezidiert keine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan geben. Vertreten Sie ebenso klar diese Position? Also für eine endgültige Beurteilung sehr schwierig, jetzt spontan zu sagen, was passiert jetzt ganz genau in Afghanistan. Die Bilder sprechen ein Stück weit eine eigene Sprache. Jedenfalls stellen wir fest, auch von Vorarlberg aus natürlich mit Blick nach Afghanistan, dass hier die westliche Welt offensichtlich im Wesentlichen versagt hat, insbesondere die USA. Der Abzug der Truppen hat da ganz fatale Auswirkungen. Man steht eigentlich irgendwie auch staunend da und denkt sich, wie kann eigentlich passieren, dass jetzt wieder wie damals in den 70er Jahren diese Taliban zu einer Machtübernahme in Afghanistan kommen. Aus meiner Sicht sehr unübersichtlich, auch mit der Frage, was da wirklich auch passiert mit dieser Machtübernahme, wie die Lage, auch die politische Lage in Afghanistan weitergeht. Und natürlich hängt damit zusammen dann auch die Frage, wie wird international mit dem Land umgegangen. Ich glaube, es ist auch dem Bundeskanzler, auch mir völlig klar, wir bewegen uns immer auf der Basis der Flüchtlingskonvention. Das ist klar, wenn jemand in Österreich um Asyl ansucht, ist ein Verfahren durchzuführen. Andererseits wissen wir natürlich auch, und das ist nicht leicht, wenn man von hier nach Afghanistan schaut, wie die Lage sich dort auch zuspitzen kann. Wenn ich mich an die 70er Jahre zurückerinnere, hat das Ganze in einem fatalen, katastrophalen Bürgerkrieg geendet. Übrigens mit großen Fluchtbewegungen in die Nachbarländer, Pakistan, Iran und so weiter. Also da ist die Geschichte damals so ausgegangen. Heute lässt sich das eigentlich kaum sagen. Wenn wir jetzt mit dem Bund Kontakt haben, dann erreicht uns jetzt einmal im Moment die Nachricht, dass eigentlich verhältnismäßig wenig Fluchtbewegung nach Europa stattfindet, sondern in erster Linie in die Nachbarländer. Und wenn der Bundeskanzler darauf hinweist, dass man dort mithelfen sollte zu stabilisieren, dann ist das aus der jetzigen Perspektive grundsätzlich richtig. Aber wenn ich mich an sein Gespräch gestern erinnere, dann war eben so klar, dass wir natürlich uns immer auf der Basis der Genfer Konvention zu bewegen haben. Und das wird natürlich auch eingehalten. Es denken viele auch ans Jahr 2015, auch ich. Wir haben damals in Vorarlberg großartige Beiträge geleistet, vor allem mit der Zivilgesellschaft gemeinsam, aber auch mit den Gemeinden. Aber wir haben damals auch insgesamt etwa jetzt eine Zahl von 1800 afghanischen Personen in Vorarlberg erreicht. Wir haben immer noch 260 in der Mindestsicherung. Ein Drittel in der Grundversorgung sind immer noch afghanischer Herkunft. Die Integration bleibt eine wichtige Aufgabe, aber auch eine Herausforderung. Für mich gilt immer Integration vor Zuzug grundsätzlich. Und von daher glaube ich, auch mit Blick auf 2015, man sollte mit endgültigen Beurteilungen vorsichtig sein, auch abwarten, was wirklich passiert und dann zu Entscheidungen kommen. Aber ich halte es ebenso für richtig zu sagen, vorschnelle Entscheidungen der Aufnahme sind auch nicht angebracht.